Heute gibt es wieder ein Abonnent der Woche und zwar ist das Pit Wölbern. Wenn ihr Abonnent der Woche werden wollt, einfach abonnieren und mit dem Hashtag ADW einen Kommentar unten dalassen und dann habt ihr die Chance hier gefeatured zu werden. Also, let's go. Bam. Sheesh, was geht? Heute gibt es eine weitere Folge. Ich bewerte eure Teams und ich habe heute ein Trikot an, da ist kein Name hinten drauf, aber dafür sind vorne zwei. Das hier einmal, einmal Kevin Trapp und einmal Timo Werner. Ja. Aber hinten brauche ich euch eigentlich nicht viel zeigen. Also, let's go. Bam. Beim letzten Mal hatte ich gefragt, das Team von Felix zu verbessern. Und da hat Yassi geschrieben, fürs letzte Team Fabinho 86er für Fabinho. Dann Werner 90er Headliner für Lewandowski. Danke im Voraus. Ja, danke dir und wir machen weiter mit dem Video. Bam. Das erste Team kommt von Stromberg 3010. Folgen wir uns beigetreten Januar 2019. Er schreibt: Hashtag Schießteam. Hey, ja, das ist mein Team. Ronaldo und Vieira sind untrade. Budget ist 200.000, aka Budget. Ingame 4231. Liebe Grüße. Hashtag PS4share. Ja, Grüße zurück. Ebenso Grüße gehen raus an Hagelfrock und an Luis Schweiger. Ja, vielen Dank für die Verbesserung oder für die Hilfe. Und wir kommen zum Team von Stromberg. Da haben wir im Tor Adan. Dann haben wir in der Verteidigung Cancelo, Laurent Blanc, Militao und Alex Sandro. Im Mittelfeld haben wir Roberto Firmino und Cristiano Ronaldo. Vorne haben wir Kovacic, dann haben wir Vieira. Dazu haben wir Eden Hazard und Leroy Sané. 191 ist die Bewertung und das Team nennt sich hier Entenhausen CF. Sind wir auf jeden Fall hier mit den DuckTales am Start und was haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall zwei Flashback-Brasilianer, generell da haben wir drei Brasilianer oder vier hinten. Dann da Portugal, Juve und vorne haben wir die Premier League. Was haben wir? Wir haben ein Budget von 200.000, der Teamwert hier bei diesem Team ist 4,4 Millionen Coins, also eine ganze Menge. Ohne die Bank, muss man dazu sagen, ne? Also die Bank rechne ich da nie mit ein. Wer ja hier auch noch mal ein bisschen, ne? Da ist noch so ein Marco Reus oder Eriksen, Alessandrini auch noch da am Start. Oder auch ein Fernando Torres unter anderem. Ja, was kann man hier machen? Also an sich ist das Team natürlich schon nicht schlecht. Also schon ein ziemlich starkes Team und ja, deswegen ist es nicht so leicht, hier irgendwas zu verbessern. Vor allem, weil auch sehr viele Leute hier irgendwie untradable sind. Was ich überlegt habe, was man halt machen könnte, wäre Leroy Sané rauszunehmen und dafür Yunmin Son Headliner reinzustellen. Einfach wegen der Beidfüßigkeit. Das wäre eine Möglichkeit, was man hier machen könnte. Und dann das zweite, was ich auf jeden Fall machen würde, weil es einfach Sinn macht, wäre Cancelo abzugraden auf die Once-to-Watch-Variante. Die sind ja, ich glaube, der Once-to-Watch sogar günstiger als der Inform. Von daher macht das total Sinn, da tätig zu werden. Und ansonsten, ja, passt das. Also, wie gesagt, auch vorher schon ein sehr starkes Team. Sind jetzt auch nur sehr kleine Anpassungen mit dem vorhandenen Budget von 200.000. Wenn ihr andere Ideen habt, ne, dann schreibt das in die Kommentare. Und helft dem guten Stromberg damit, sein Team hier weiter zu optimieren. Aber ich muss sagen, das Team kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch sozusagen. Ja, wäre so eine neue Rubrik, ne? Naja, egal. Kommen wir zum nächsten Team. Das kommt von Qlis, aka Mrs. Official. Folgt mir und kommt aus Nähe Koblenz. RLP. Weiß ich jetzt nicht, was heißt. Fußball, Angeln, Eintracht, Frankfurt. SV Rosbach, B, männlich, 1. Okay, ist das hier Tinder oder was? Was geht bei dir? Beigetreten Oktober 2017. Er schreibt: Hashtag Schießtube at Schießtube, 200.000 Budget. Danke für Verbesserungen. Alles an Trade, Ingame 4231. Poldi, rechts Mittelfeld, Bobby, linkes Mittelfeld. Hashtag PS4share. Ja, Grüße gehen raus an Hagelfrock, Agito und Ruben Santos. Vielen Dank dafür. Wir kommen zum Team. Haben wir im Tor Alisson, haben wir in der Verteidigung Dani Alves. Dazu David Luiz, Lukaku und Marcos Alonso. Im Mittelfeld haben wir Kovacic, da haben wir Juan Mata und dazu Bobby Firmino. Vorne haben wir Lukas Podolski, Iniesta und Fernando Torres. Main Team heißt das Ganze. 191 ist die Bewertung. Wir haben hier einen Teamwert von 1,4 Millionen Coins und ein Budget von 200.000 mit Jürgen Klopp hier als Trainer. Auf jeden Fall vorne da das japanische Liga-Trio mit Torres, Iniesta und Poldi. Rechts hinten haben wir Brasilianer und links hinten haben wir eigentlich die Premier League, also Chelsea und Menu plus Alisson im Tor. Was kann man hier machen mit dem mit den 200.000 Coins? Ich habe überlegt, was hier auf jeden Fall ja eine Schwäche
Schwäche ist in diesem Team, wäre Lukaku als Innenverteidiger, einfach weil er keine guten Defensivwerte hat, abgesehen von der Kopfballgenauigkeit, was jetzt ja auch jetzt nicht unbedingt rein defensiv ist. Ja, also der Rest, so Ball abnehmen und markieren und sowas, ist halt nicht so gut, also Manndeckung etc., genau wie Slide Tackles und sowas. Und deshalb würde ich da auf jeden Fall ansetzen. Ich habe überlegt, ich würde da Davinson Sanchez UCL live reinstellen, wäre die erste Sache, die ich machen würde. Und dann, ja, habe ich noch überlegt, ich finde, das Team ist sehr offensiv, du hast da 5 offensive Kräfte. Ich würde da vielleicht nochmal ein bisschen defensiver gehen und dann Mata gegen Kanté austauschen, gegen den ganz normalen Kanté. Der liegt auf jeden Fall noch im Budget drin und ja, dann wird das auf jeden Fall dahingehend passend. Iniesta, ja, ich habe den auch getestet, hat mir nicht so gut gefallen, aber ist jetzt einfach nicht möglich in dieser Liga da irgendwie nochmal anderweitig irgendwas zu machen, außer du hättest jetzt David Villa. Vielleicht kommt ja nochmal die SBC, keine Ahnung, aber ja, das wäre es auf jeden Fall hier erstmal an dieser Stelle von mir. Schreibt eure Kommentare oder eure Meinung zu diesem Team auch wie immer gerne in die, unten hin, in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von Luis Schweiger, folgt mir und ist beigetreten August 2018. Er schreibt, Hashtag PS4-Share, Hashtag Schießteam, hey, ja, alle außer da Costa an Trade, Budget 3 Millionen, Ingame 4231, vielen Dank im Voraus. Außerdem schreibt er, Budget kann auch bis 3,5 Millionen überschritten werden. Ich würde gerne Walker einbauen, da der untrade ist und dafür 300.000 durch Da Costa einstecken. Alles klar, Grüße gehen raus an Hagelfrock, Agito und an Yannick sowie an Iprex Up oder so ähnlich und Mama Pasta. Vielen Dank für eure Verbesserungen und wir kommen zum Team. Da hat der Luis im Tor Alisson, haben wir eine Verteidigung Da Costa, Van Dijk, Laurent Blanc und Taliafico. Im Mittelfeld haben wir Gomez, dann haben wir den guten Cagliarella, Vieira und Goretzka. Vorne haben wir die beiden Ikonen Eusebio und dazu Ronaldo. Road to Glory heißt das Team und wir haben eine Teambewertung von 194 und einen Teamwert von 13 Millionen Coins. Also ein Endteam sozusagen, ein Endgame-Team. Sehr, sehr starkes Team, muss man natürlich sagen. Was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall da rechts den Link der beiden Deutschen, Goretzka und Da Costa. Links haben wir ja den argentinischen Link da zwischen Gomez und Taliafico mit Cagliarella dann auch noch und drumherum die Ikonen. Defensiv da die beiden Liverpooler. Ja, was kann man hier machen? Was sind so Vorschläge von mir, was man ändern könnte. Du hast ja gesagt, du willst Walker spielen. So, da wäre dann eine Option, um Walker reinzupacken. Natürlich erstmal Walker reinzupacken für Da Costa. Und dann, wir haben ein Budget von 3,5 Millionen, das ist natürlich einiges. Da habe ich überlegt, man könnte theoretisch Hullet 90er für Goretzka kaufen. So, das wäre eine Möglichkeit. Ich finde Goretzka extrem stark, aber wenn Walker drin ist, dann muss Goretzka auf jeden Fall gehen. Also nicht auf jeden Fall, aber ich würde es dann wahrscheinlich so machen, weil ich noch was anderes ändern könnte, würde. Ich meine, du könntest natürlich auch einfach Eusebio und Goretzka tauschen, aber ja, ich finde Hullet ist halt einfach Hullet. So, Hullet ist nochmal ein Ticken stärker als Goretzka. Der hat einfach so diese krasse physische Präsenz und deshalb würde ich das machen. Dann als nächstes würde ich Eusebio mit Gomez tauschen, um dann als nächstes nämlich Alex Tellez Tots für Taliafico reinzustellen. Der ist aufgrund seiner Körpergröße nochmal besser als Taliafico, finde ich. Auch an der Luft halt vor allem ganz wichtig. Ne? Dann, ich finde im Tor, du hast ja das Budget, dann gönn dir doch Van der Sar 89er. Würde ich auf jeden Fall machen. Kostet halt ungefähr 1 Million, aber ist noch drin im Budget. Und dann könntest du halt auch, wenn du wirklich Bock drauf hast, Fernando Torres reinstellen. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, muss man machen. Also ich würde es wahrscheinlich nicht machen rein spielerisch, aber es geht ja auch ein bisschen um Spaß. Also theoretisch könntest du Torres reintun und zwar, also von der Bank, für Gomez. Wäre eine Möglichkeit. Das wären so hier die Ideen zu diesem Team mit der Walker-Verbesserung. Ja, wenn ihr andere Vorschläge habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Team. Das kommt von Lotana Arinze, folgt mir uns beigetreten Mai 2016. Er schreibt, Hashtag Shishim, hey, hab 300.000, nur Izzo und Taliafico tradable, ingame spiele ich 4-2-2-2 oder 4-2-3-1, Savage, ZDM, Izzo, RV, danke euch. Grüße gehen raus an Hagelfrock und ja, wir kommen zum Team. Da haben wir im Tor Sirigu, dann haben wir in der Verteidigung Milinkovic, Savage, Izzo, dann haben wir Koulibaly, Laurent Blanc und Taliafico. Im Mittelfeld haben wir Quincy Promes, dann haben wir Patrick Kluivert, Emre Can und Suso. Vorne haben wir den einzig wahren Douglas Costa.
Lotana FC heißt das Team, 191 ist die Teambewertung und wir haben hier einen Teamwert von 2,7 Millionen Coins. Ja, Budget ist 300.000 und da ist natürlich jetzt die Frage, bei so einem Team, was kann man da machen? Eine Schwachstelle ist hier natürlich relativ, also ein Spieler, der relativ deutlich rausfällt, ist Emre Can. Wir haben ja da generell die ganzen Serie A-Spieler, das heißt, da können wir den problemlos gegen einen random Serie A-Spieler ersetzen. Das würde ich auch machen. Und zwar, jetzt nicht gegen einen random Spieler, aber ich würde Fabian Tots reintun für Emre Can, weil der mir persönlich echt gut gefällt. Ich habe ja so ein komplett rotes Team, wo ich den drin habe. Ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich meine, ich sehe, du hast ja auch noch Correa auf der Bank, aber ich würde wahrscheinlich eher Fabian Tots nehmen, weil er einfach auch nochmal defensiv stärker ist und über sonst mit 5 Offensiven, das wäre vielleicht ein bisschen zu sehr attackierend. Deswegen Fabian und dann als zweites würde ich noch das Taliafico-Upgrade machen auf die Tots-Variante. Einfach damit Promes weiter in den Link bekommt und wir trotzdem noch die Position da verbessern. Und ansonsten passt das so. Ne? Also klar, alternativ könntest du natürlich auch auf der Fabian-Position. Gäbe es nur die Möglichkeit, da irgendwie Emre Can Tots zu nehmen oder man könnte De Paul nehmen, wäre auch eine Option. Aber ich finde Fabian, ja, den finde ich vorne wie hinten gut. Und jetzt zum Beispiel im Vergleich mit De Paul, der auch nochmal deutlich teurer ist, muss man auch dazu sagen, hat Fabian einfach viel bessere Defensivwerte. Also gerade was so Tackling angeht und sowas. Und ist groß, was auch immer gut ist bei FIFA und ja, das wäre es so, was ich hier bei dem Team machen würde, was ich dazu zu sagen habe. Wenn ihr was zu sagen habt, ihr wisst Bescheid, wie es funktioniert und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von Loco Badu, folgt mir und ja, spielt für den VfL Sindorf, gehe ich davon aus, ist BVB und Chelsea-Fan, genauso wie vom Loco Squad aus Kerpen. Ja, beigetreten Juli 2019. Er schreibt, Hashtag Shishim, was geht? Jaja und Community. Bin neu hier, Budget 100.000 an Trade sind Bailey, Brandt und James. Hashtag PS4Share. Grüße gehen raus an Hagelfrock, an Edin, an Sane und an Agito sowie an Thomas. Ja, vielen Dank dafür und wir schauen uns mal das Team an von Loco Badu. Da haben wir im Tor den guten Fährmann. In der Verteidigung haben wir Kühn, dann haben wir Ta, dann haben wir Boateng und dann haben wir Alaba. Im Mittelfeld haben wir Leon Bailey, dann haben wir Julian Brandt, dazu Marco Reus, Axel Witzel und Pulisic. Vorne haben wir Luka Jovic. BRS Badu heißt das Team, 186 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 310.000 Coins. Ja, finde ich auf jeden Fall interessant, damit mit dem Kühn Tots RV ist natürlich nicht auf voller Chemie, was denke ich relativ leicht zu fixen wäre. Aber es ist relativ leicht, man müsste halt noch irgendwie einen rechten Mittelfeldspieler finden da, ne, der auch Deutscher ist. Aber das ist eine Aufgabe für euch. Budget ist 100.000 und ja, ihr habt die Möglichkeit, dieses Team in den Kommentaren zu verbessern und einer von euch wird in der kommenden Folge gefeatured werden. Wenn ihr dabei sein wollt, steht in der Beschreibung, wie das genau funktioniert. Checkt uns bei Instagram ab @shishteam und ja, englisches Video ist auch online. Wenn ihr noch eine weitere Folge sehen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ist auch in der Endcard verlinkt. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, drückt auf die Glocke, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne. Shishish.